Ahoi, liebe Schildbein-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Patrol Officers mit eurem Erik Vikingson. So, was machen wir denn heute? Es ist auf jeden Fall der 23.11.2022. So, was haben wir denn Lust? Ich habe heute mal Lust, wieder mal so ein bisschen mit dem Auto umherzufahren. Nach Alcombe, da waren wir erst. Wir waren, glaube ich, noch nie in Beaufort, oder? Ich würde sagen, wir machen in Beaufort heute einfach mal die Fahrzeugstreife. Ja. So, Tempomat habe ich gefunden. Ist linke Shift-Taste, sehr cool. Und ja, da gucken wir mal, was wir heute so in der Fahrzeugstreife streifen. So, wir verlassen auf jeden Fall erstmal unseren Schreibtisch hier. So, morgen gibt es wieder ein Foto heute. Nö, hier gibt es wohl keine Fotos. Hallo, Gürkchen. Ach, das ist herrlich. So, da ist unser kleiner Mini. Verstanden. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Nö, heute habe ich eigentlich mal gar keine Lust auf eine Verkehrskontrolle, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich möchte halt eigentlich mal so ein bisschen streifen mit dem Auto hier. Sie brauchen zu lange. Wir senden eine andere Einheit. Ja, ich wollte ja auch gar nicht los. Jetzt bleibt mal ganz locker und entspannt hier. So. Ich würde sagen, wir fahren erstmal raus. So, kurz die Kameraperspektive wechseln. Das ist super. Und dann geht es für uns erstmal rechts rum. So, Tempomat gibt es auch. Den würde ich bei 23 da mal reinklöppeln. So, guck mal. Ach, das ist herrlich. Das ist schon wieder ganz entspannter hier mit dem Tempomaten. Ist grün? Alter, das habe ich doch gar nicht gesehen, dass es rot ist. Kann ja gar nicht wahr sein hier. So, da gibt es auch einen Fokus-Mode, habe ich gehört. Unterstützung angefordert. Sind Officer verfügbar? Ja, sind wir. Ich kümmere. Unfall fahren wir natürlich. Den klären wir natürlich auch, ne? Ein bisschen was müssen wir ja machen. So, das Schöne ist, ich sehe halt absolut nicht, ob die Ampel grün, rot oder gelb ist. Doch, gelb sehe ich noch. Müssen wir darauf achten, wie grün aussieht. Ja, doch, ein bisschen kann man sehen. Es ist okay. So, da fahren wir zu einem leichten Unfall. Oh, Tempomat ist super. Wo soll denn der sein? Der ist so weit weg. Ja, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir uns hier eingereiht haben, wa? So, der Bonus wäre schon ganz geil, wenn wir den kriegen würden. Dann müssten wir den jetzt aber langsam mal erreichen hier, den Unfallort. Boah, ich bin ja so gespannt, wie das dann ist, wenn du jetzt hier Pelle aufklären kannst und so, oder? Da hab ich ja so richtig Bock drauf. So, er muss zu einem Unfall. Ich darf jetzt fahren, ja. Ich habe nicht geblinkt, ich weiß. Sorry. Oh Leute, wie weit ist denn der Unfall weg? Ach, der ist hier. Alter. Ah ja, ich sehe es schon, ich sehe es schon, ich sehe es schon. So. Entschuldigung. Die wollte ich anmachen hier. Warum machten die Tür wieder auf und zu? Ich bin am Unfallort eingetroffen. So, steigen wir mal aus hier. Morgen! War ja leicht? Ich weiß auch nicht. Na gut, Personenschaden gibt es wohl nicht, ne? Sieht nach einem Auffallunfall aus. Taxifahrer, okay, wir gucken mal. Das wollen wir erst noch mal nicht abschleppen. Ich grüße dich. Was ist Sagen Sie mir, passiert? was Sie gesehen haben. Diese Person ist zu schnell gefahren, Officer. Sie müssen sie festnehmen. Jetzt bleibt doch mal ganz entspannt. Jetzt bleibt doch mal einfach ganz ruhig. Ich mache jetzt erstmal hier Zeigen Sie mir bitte Führerscheinkontrollen und Ihren so. Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, Officer. Bitteschön. Eieiei. Klar bist du aufgebracht, aber hey, ist doch niemand verletzt, ne? So.
8.10.2021. Abgelaufen. So, mein Freund. Und was sagen wir dazu jetzt? Da gibt es erstmal einen Verstoß wegen der Fahrer, weil nämlich der Personalausweis abgelaufen ist. Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen des abgelaufenen Ausweises belegen. Warum ist das so teuer? Ja, ist halt so, ne? Ich kann es ja nur nicht ändern. Wirkt wütend, ja, das kann sein. So, Alkohol. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Wir denken dran, 0,8, ne? Und 18 beim Drogenzeug. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Sehr gut. Dann bleibst du jetzt erstmal hier stehen. Ich mache jetzt mal da drüben die andere Kontrolle. Hallo? So, Mäusle. Wie sieht's denn aus? Was ist denn los? Wieso habe ich immer das Auto? Was genau haben Sie gesehen? Ich habe definitiv geblinkt, Officer. Ja, wenn du gerade ausfahren wolltest, ist es egal, ob du blinken wolltest oder nicht. Gib mir erstmal den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Ach, der Personalausweis ist doch gleichzeitig der Führerschein. Aha. Der Bericht ist ausreichend. 28.10.2022. Auch abgelaufen. Was ist los? Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ja, du kannst doch mir Rechnung beweisen. Ist doch alles gut, ne? So, pass auf. Alkoholtest? Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. 0,5. Ey, warte mal. Jetzt wird es mir aber schon wieder zu bunt, ne? Ey, ich muss kurz gucken. Sorry dafür. Ich bin mir gerade wieder nicht mehr sicher gewesen. Ach, shit, ey. Ich muss mir das echt merken. Aktionen? Nee, das war's nicht allgemeines, ne? Nee, wo war denn das jetzt hier? Straftaten? Trinken in der Öffentlichkeit? Nee. Ach! Das war woanders. Ausrüstung. War das hier bei dem? Winkerkelle, Streifenwagen, Notlichter, Schusswaffe, Garage, Tatort. Was war denn das? Ach, hier. 0,08, okay. Das wollte ich kurz haben wissen. Ich nehme nur eine Probe, aber um 0,5, ob unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ja, das ist halt einfach ein Auffahrunfall gewesen, ne? Was soll man da jetzt anders machen? Wir nehmen die Kamera, machen die Fotos und dann ist das eigentlich schon wieder durch hier. Vorsicht bitte, ja. Bericht ist vollständig. Ja, guck mal an, jetzt haben wir das erste Mal geschafft, hey. Einen vollständigen Bericht abzugeben. Geile Scheiße. Ja, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt da nicht so. Beide sind bestraft worden, beiden waren der Führerschein abgelaufen. Ich übergebe den Unfallbericht. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Sehr gerne, mein Freund. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Ich glaube, du fährst vorsichtig. Der fährt jetzt aber nicht mehr mit dem Auto, oder? Muss ich erstmal abschleppen lassen, das Ding hier. So, Mäusle. Auch du kriegst den Unfallbericht? Alles klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Na, aber wir können doch, wir sind doch dran. Das war's. Sie können jetzt gehen. Wer war das?
Irgendjemand hat schon wieder irgendwas hier hingeschmissen. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schickt bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wird in hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Sehr gut. Dann sind wir hier fertig, wa? Naja dann. Für uns gibt's hier nichts mehr zu tun. Nicht den anmachen. Du wollt blinken, Mensch. Da kommt da eins. Eins, grüß dich, mach das mal fertig, ja? Alter, das war super. So, dann würde ich schon mal Richtung Heimat andingsen. Sorry. Wir sind hier. Krass. Ja, dann fahren wir hier, ne? Ja. Wir müssen mal halt umdrehen. So. Ja, siehst du, guck mal, wird doch alles gerade abgeschleppt da vorne. Das ist doch in Ordnung. Heinz und Kollegen machen die Arbeit. Sehr gut. So muss das laufen. Ohne Kompromisse, ohne irgendwelche Problemchen. Es ist schon super. Das Auto hat kein Blinkerzeichen gesetzt. Ja, jetzt fährt der auch geradeaus. Ich blink doch auch nicht. Wo willst du denn hinblinken? Er will hier rein. Oder sie. Ja komm, Mäusle, dann gib Gas. Los geht's! Hallo! Na, leck mich doch am Arsch. Da willst du einmal freundlich sein als Polizist. Wieso soll ich jetzt umdrehen? Muss nach vorne auf jeden Fall links. Wir haben eine Verkehrskontrolle, dafür brauchen wir noch jemanden. Ja, sorry, ich bin aber ehrlich gesagt dafür gerade nicht mehr in der Lage. Weil ich nämlich gleich Feierabend habe. Boah, ein leichter Unfall wäre aber ganz geil, wa? Los! Ich übernehme das. Dann machen wir halt mal Überstunden heute. Was soll mal? Einmal Überstunden kann man immer mal machen, ne? So, muss nur ab und zu mal hier auf mein Tempomat gucken. Oh, jetzt musst du aber Gas geben, Alter. Ja, das scheint eh was bei der Heimatbase zu sein, wa? Wir müssen jetzt hier anscheinend rechts rum. Bin ich gut? Oder? Ja, ja, ja. Pass auf, die Püppi hat Vorfahrt. Vorlauf. Vorrang. So, du kannst jetzt fahren, die ist drüber. Hallo. Ach, da ist es doch schon. Guck mal. Also Herr Weikinson, ich muss schon sagen, Sie können richtig gut Q
gucken. Also, Alter Schwede. Ihr denn hier gebaut? Aber ich bin jetzt am Unfallort und kümmere mich darum. Der kann nur besoffen gewesen sein. Das gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Was genau haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ja, das ist... Ich bin noch... Hallo? Sind die alle bescheuert? Bitte Ihren Personalausweis Ihre und Ihren Versicherungsschein. Ja, ja. Bitte sehr, Officer. Hey! Oh! Ich würde ja Angst und Bammel hier. Okay, das funktioniert. Das ist auch in Ordnung. 11.11. Sorry. So gut, machen wir einen Alkoholtest, wa? Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Jetzt machen wir auch noch Überstunden hier. Das gibt's ja wohl gar nicht. Ja, nicht. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Nee. Ich überlege gerade, ob ich hier abwehren kann. Nee, ne? Alter Schwede. So, und das ist der andere Man hier, oder was? Servus, was ist denn passiert? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ja, irgendwas muss ja passiert sein. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar. Bitte sehr, Officer. So, Fu Manchu, wie sieht's aus? Alles, oh, gerade erst erneuert. Das ist natürlich scheiße, wa? So. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. 0,08. Ich muss mir das echt vorsagen, ne? Ey, ich werde bei 0,01 schon durchdrehen. Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Was ist denn mit euch los hier? Ah ja, viel ist es halt nicht, ne? Ist doch gut so, ey. Kurz vor Feierabend kann man das aber auch mal machen. Guck dir das mal an hier. Ja, was ist denn... Junge. Das Auto ist ja ein reinster hier, Unfall, wo ich gerade war. Huch. Der Bericht ist vollständig. Hey, mal ganz ruhig, ja, da hinten. So nämlich. Ihr spinnt wo? So. Dann gebe ich dir mal deinen Unfallbericht, wa? Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Gerne, gerne. Ist, nicht, ist doch alles in Ordnung, oder? Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. So, den lassen wir gleich abschleppen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Sehr gut, Heinz. Bitte nehmen Sie Ihren Unfall. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. So sehe ich das nämlich auch. Ganz los. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Alles klar. Huch! So, jetzt aber heim hier. Feierabend, ne? Man riecht schon.
Das ist der Polizeiparkplatz hier und kein Touristenattraktion, ja? Also sowas. Hier, bitte, Officer. Hast du mir jetzt einen Stinkefinger gezeigt oder was war das jetzt hier für eine Aktion? Hier, bitte, Officer, was hast du mir gegeben? Das gibt's ja nicht. So. So. Wo kommst du jetzt her? Du kannst da wieder aufhören zu rennen. Ja, aber ist doch mal ganz gut, ey. Da haben wir doch mal auf jeden Fall so ein paar richtig schöne Points heute gemacht. Ein bisschen Überstunde. Ich glaube, die wird bezahlt. Da hinten müssen wir hin, ne? Der schreibt nicht ganz allein. Sind wir nicht. Wo sind wir denn jetzt schon wieder zu Hause hier? Da sind wir nicht. Hier. Schicht beenden. So, da bin ich mal gespannt, ihr Lieben. Mit Überstunden hat es heute ein bisschen länger gedauert, aber eventuell gar nicht mal so schlecht, war. Ich glaube, wir haben diesmal keinen Minus gemacht. Verkehrsverstöße ein. Ach, die rote Ampel am Anfang. Ja, ich weiß, stimmt. Ja, aber es gibt halt auch nicht, ne? Ich gehe rüber in die nächste Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.